Der Donnerstag bringt eine Reihe von wichtigen Marktnachrichten, also lassen Sie uns mehr erfahren. Um 7.30 Uhr wird die Schweizerische Nationalbank ein geldpolitisches Statement freigeben, aber die Märkte erwarten keine wesentlichen Änderungen an der entgegenkommenden Haltung der Bank. Mehr gespannt sind die Märkte auf die Erklärung der Bank von England, die um 11 Uhr folgen wird. Die steigende Inflation machte den Geldpolitikern große Sorgen, deshalb bereiten sich Händler auf restriktive Kommentare vor. Demnächst sind um 12.30 Uhr die genau beobachteten US-Inflationsdaten für August geplant. Die vorherige Kennzahl war enttäuschend niedrig, was der Fed weniger Gründe gibt, den Zinssatz in diesem Jahr zu erhöhen. Die wöchentliche Aktualisierung der US-Arbeitslosenansprüche erfolgt zur gleichen Zeit. Letzte Woche standen die Daten unter einem starken Einfluss von Orkan Harvey, sodass die Erstforderungen um 62.000 auf ein Zweijahreshoch stiegen. Die bestehenden Ansprüche fielen dagegen in der Woche zum 26. August um 5.000. Gleichzeitig wird der kanadische Neuimmobilienpreisindex für Juli erscheinen. Nach zwei Monaten starken Wachstums überraschten die Juni-Daten negativ und nach einer Pause wird um 22.30 Uhr der neuseeländische Produktions-Performance-Index für August freigegeben. Zwar hat der Index in den vergangenen zwei Monaten nachgelassen, steht aber seit fast fünf Jahren im positiven Bereich. Dies schließt den Wirtschaftskalender für Donnerstag, den 14. September. Am Freitag werden die US-Einzelhandelsdaten aktualisiert. Bleiben Sie dran.